Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Nicola Rimoldi. Er ist Gründer von Massvoll und will jetzt mit einer eigenen Liste in Nationalrat. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Das Mass ist voll, wir sind das Volk. Das ist ein Song. Haben Sie den in Auftrag gegeben oder wie ist das gelaufen? Das ist ein Lied von uns, das wir ganz am Anfang gemacht haben, um dort eine ganz positive Stimmung können zu verbreiten, ist effektiv auch auf Platz 1 der iTunes-Charts gekommen. Okay, aber wir sind das Volk, würde man heissen, dass die anderen sind nicht mehr das Volk, oder? Schon mal eine Aussage. Aber gut, reden wir zuerst mal über Sie. Wer sind Sie? Ich bin Nicola Rimoldi, aufgewachsen, geboren in Luzern, wohne mittlerweile in Zürich. Habe Ethnologie und Geschichte studiert, das dann abgebrochen wegen dem Zertifikat. Setzen wir seit bald 10 Jahren für unsere Grundrechte ein. Was damals heisst wegen dem Zertifikat? Ja, Ungeimpfte wie ich haben dann nicht mehr ja studieren. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht mir so gegen Strich, das geht gegen meine Prinzipien, ja, da gehe ich jetzt Lieder raus. Ja, aber Sie hätten ja von zuhause aus können machen. Die meisten sind nicht mehr studieren. Oder die meisten haben das als Homeoffice gemacht. Und die Vorlesungen sind ja auch meistens betreut worden. Leider nicht bei allen. Ja, ist gleich, aber da hätten Sie einfach nachher weitermachen können, wenn es Ihnen wichtig wäre. Effektiv, ja, könnte. Jetzt könnte ich das wieder. Aber ich sage mal, an eine Institution, die mich nicht mehr wollte, weil ich mich dort dagegen entschieden habe, dort gehe ich nicht mehr zurück. Das geht einfach nicht. Ja, sie, aber es ist nicht, dass man sie nicht wollte, sondern man hat nicht wollte, dass Leute, die ungeimpft sind, dort dabei sind. Aber nochmal, wer sind Sie? Wie würden Sie sich beschreiben als Typ? Ich bin ruhig. Ich habe gerne Frieden. Ich habe gerne Freiheit. Ich geniesse gerne das Leben in vollen Zügen. Zu jeder Sekunde setze mich für das, was ich für richtig halte, gebe dort Vollgas, habe angefangen, meinen ersten Job bei der Migros im Restaurant als Tellerwäscher, dann im Fußballstadion beim FCL, dann bin ich beim Schweizer Monat im Marketing gewesen und jetzt hauptsächlich für Massvoll tätig. Das heisst, Sie leben für Massvoll? Nein, ich habe ein kleines Jöppli nebendran, um meine Krankenkassenrechnungen können zahlen. Ja, was heisst ein kleines Jöppli? Von einem kleinen Jöppli kann man das nicht alles zahlen. Also, Sie leben doch in erster Linie doch von dem, was bei Massvoll reinkommt. Nein, wir haben da bei Massvoll von Anfang an sehr strikt. Von uns, von der Vereinskasse, sieht niemand nur einen Rappen. Alle müssen ehrenamtlich tätig sein. Und wer kontrolliert das? Das kontrolliert der Vorstand, der Revisoren, Generalversammlung, wie jedem anderen Verein. Und ist das öffentlich? Kann man das anschauen? Also, wie viel Geld kommt denn da rein pro Jahr? Gut, im 21. haben wir natürlich viel mehr Spenden gehabt als jetzt heute. Viel mehr Einnahmen, durch das gigantische Werbekampagnen schon machen können. 200.000-300.000 Franken. Mittlerweile ist das klar ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir gerade das 13. Referendum gehabt. Natürlich nicht mehr vergleichbare Kriegskassen wie damals. Hauptsächlich finanziert sind wir durch Kleinspenden, durch einen kleinen Webshop etc. Aber nochmal ganz klar, das kleine Jöppli. Was ist das für ein kleines Jöppli? 50% Job, Büro, Büro, Marketing, damit ich einfach, wie gesagt, meine Miete und alles kann zahlen. Und wo denn? Da in Zürich. In was für eine Branche? Das ist auch eine Marketingagentur, die ich zum Schutz des Arbeitgebers nie publiziere, weil wir haben es in der Vergangenheit leider häufig gehabt, dass Leute von Massvoll oder von anderen, sagen wir, Oppositionellen unterstützt haben. Hat es böse Briefe gegeben, Drohungen und dergleichen. Das leider in dem sehr aufgeheizten Klima, das wir haben, nach wie vor in der Schweiz. Also, Sie haben über Ihre Familie geschrieben, damit man ein bisschen weiss, wo Sie herkommen. Sie haben gesagt, Ihr Urgroßvater sei von den Nazis ermordet worden, weil er nicht kollaboriert hat. In welchem Jahr ist das gewesen? Auf das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das war, als die Nazis auf Ungarn rausgekommen sind, dort ihr Unheil angerichtet haben und er sich dann geweigert hat, zu kollaborieren. Und er dann gefunden hat, lieber stirbe ich aufrecht, als mit diesen Siechen mitzumachen. Aber wie ist er denn gestorben? Ist er in ein Konzentrationslager gekommen? Oder wie ist das passiert? Mit einer Kugel in seinem Kopf. Mit einer Kugel in seinem Kopf. Und ihr Grossvater hat dann im Aufstand von 1956 gekämpft, tagelang auf der Straße. Können Sie da noch etwas erzählen? Er war bei der Luftwaffe, hat dann dort sein eigenes Volk bombardieren, ist natürlich noch unter Kontrolle von Moskau gewesen. Anno dazumals hat er sich geweigert, ist auf die Strasse gegen die Sowjets dann kämpfen und hat sich dann entschieden, in die Schweiz zu flüchten, hat Leute mitgenommen, zu Fuß, hat sie in die Schweiz geführt, ist dann da inhaftiert worden als Militärangehörige, illegale Grenzübertritt, sozusagen illegale Flüchtlinge in dem Sinn. Was heisst das? Sind alle Ungarn sind ja in die Schweiz so gekommen? Gut, er ist halt über die Grenzen gekommen, als Militärangehörige nicht der offizielle Weg wie alle anderen, sondern schlicht bei Nacht und Nebel. Aber die meisten sind ja so gekommen. Dort war ja die Schweiz offen gewesen, man hat die empfangen. Ich mag mich noch sehr gut erinnern, ich kenne auch noch sehr viele Leute aus dieser Zeit. Da hat man nicht bei Nacht und Nebel über die Schweizer Grenze müssen kommen.
hat man müssen, sicherheitshalber hat er es gemacht, damit er nicht gerade wieder ausgeliefert wird an die Russen. Es hat Vorfälle gegeben. Die Schweiz nicht, aber andere Länder schon. Gerade in Österreich, im Flüchtlingslager Dreiskirchen, hat man wieder nicht alle behalten, sondern zum Teil auch wieder übergeschickt, wieder retour. Die Schweiz hat mein Grossvater eine neue Heimat geboten, ihn auch beschützt. Und da bin ich der Schweizer dankbar. Eben, sie sagen ja, eben, also es ist eine Räubergeschichte, die sie da erzählt haben, eben wegen über Nacht und Nebel und die Schweiz hat sollen ausliefern. Das stimmt nicht mit den Fakten oder kann nicht übereinstimmen, aber sie sagen dann, ich werde es besser wissen. Die Geschichte meiner Familie lehrte mich, welcher Horror möglich wird, wenn Akteure zu viel Macht erhalten. Und sie beziehen sich auf Nazis, Sowjets in den Weltkrieg und vergleichen das mit der Schweiz. Es ist immer gefährlich, wenn ein Staat, eine Regierung, ein Regime viel zu Macht bekommt und anfängt, die Grundrechte der Bevölkerung einzuschränken. Dann ist die Büchse von Pandora offen. Natürlich haben wir es in der Schweiz nie so schlimm gehabt wie zu diesen beiden Regimes. Aber ich habe mich immer gefragt, wann endet das? Wie weit kommt das noch? Ja, nein, aber ich meine, wir haben direkte Demokratie. Sie nutzen sie aus in einer Art und Weise wie niemand anders. Wir haben es gerade 3 Referenden gehabt, etc. Und sie vergleichen das mit Nazi und Sowjets. Nein, ich meine, ein Vergleich ist ja genau dazu da, dass man Unterschiede feststellen kann. Deswegen macht man ja Vergleich. Es ist ein Gegenteil. Es ist keine Gegenteil. Gleichsetzung. Nein, es ist genau ein Unterschied. Wir sind genau das Gegenteil. Also gut, Ihr Vater ist gestorben relativ früh. Können Sie mal über das erzählen? Mein Vater hat Krebs gehabt, sehr schnell, sehr aggressiv. Ist im 2006 gestorben, bin ich 11 gewesen. Unter das habe ich halt sehr schnell gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Und Sie haben geschrieben, Sie hatten da zum Teil wenig Geld gehabt und haben schauen, dass Sie genug zu essen bekommen haben. Haben Sie Hunger gehabt? Nein, das nicht. Da bin ich auch meiner Mutter sehr dankbar, die in diesen harten Zeiten durchgebissen hat, wirklich gekämpft hat. Und ich möchte, das ist auch der Grund, wieso ich mich politisch auch so engagiere, weil ich schlicht nicht möchte, dass es den Leuten schlecht geht in der Schweiz. Mit dem bin ich auch mit dieser Motivation in den letzten Jahren so aktiv gewesen, wo ich das Leid erlebt habe, was da passiert ist durch die Politik. Ja, die Politik, über das reden wir natürlich im Verlauf dieser Sendung. Also die Schweiz international gesehen, das wissen wir, ist relativ gut aus dieser ganzen Pandemie rausgekommen. Sie sind in der Luzerner Aglo aufgewachsen und sind dann zu den Jungfreisinnigen gegangen. Ist das eine natürliche Wahl gewesen? Nein, ich denke überhaupt nicht, weil vergleichen wir die politische Landschaft in Luzern, gerade auf dem Land, ist sehr eher CVP geprägt. Ich durch die Prägung aus meiner Familiengeschichte habe mich sehr schnell dafür entschieden. Ich habe natürlich keine Leute gehabt, die in der Politik sind, in meiner Familie. Also habe ich für mich selber entschieden, was sagt mir am meisten zu. Also es war Freiheit, also war die logische Konsequenz damals, gut mit 18, ich gehe zu den Jungfreisinnigen. Genau, und dann hat man sie unter anderem mit Masken gesehen, haben sie sich abbilden lassen. Was haben sie da damit signalisieren? Damals, als ich, das war im Sommer ganz am Anfang, habe ich gedacht, ja, die Maske schützt wirklich etwas. Ich habe eine Schwester mit einer Autoimmunkrankheit, bin davon ausgegangen, ich schütze sie mit dem. Ich habe dort noch nicht gewusst, dass das fertiger Quatsch ist. Heute würde ich das nicht mehr machen. Mhm. Sie haben, glaube ich, Covid dann bekommen, oder? Und haben auch längere Folgen, haben Sie mal gesagt? Ja, das ist recht mit dem Schnaufen gehabt. Okay, wie lange ist das gegangen? Puff, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Gut, aber Sie wissen, sehr viele Leute haben heute noch Long-Covid-Folgen. Und noch viel für mich haben sehr schwere Impfschäden. Genau, Sie sagen das immer. Sie reden auch von den Impfschäden. Sie reden nicht davon, dass Millionen von Leuten nicht gestorben sind, weil sie geimpft worden sind weltweit, sondern Sie reden nur von Impfschäden, die in einem kleinen Ausmaß eingetroffen sind. Wie kommen Sie auf das? Ja, dieses Ausmaß? Ja, weil das einfach dokumentiert ist. Ja, dokumentiert ist heute in Großbritannien, dass 9 von 10 tot im Spital mehr als 2-mal geimpft sind. 9 von 10, nicht ungeimpfte. Ja, Geimpfte. Das ist widersprüchlich. Das sind die offiziellen Zahlen von Großbritannien. Können Sie nachschauen? Also gut. Das sind nicht offizielle Zahlen, doch, sondern das sind Zahlen, die in gewissen Kreisen verbreitet werden. Also, wir haben jetzt gerade eine spezielle Woche hinter uns. Bundesrat Berset ist zurückgetreten. Der Bundesrat Berset ist unseres Erachtens der Bundesrat, der in der Schweizer Geschichte am meisten Land und Leute geschadet hat. Aber ich persönlich, ich finde, er soll bleiben. Der Berset soll bleiben bis am Schluss, bis Corona wirklich endlich vorbei ist. Da möchte ich appellieren. Herr Bundespräsident, ist Corona noch nicht vorbei? Bleiben Sie. Nein, Corona ist noch lange nicht vorbei. Aha. Die Schäden, die angerichtet worden sind, die sind nach wie vor da. Die Gesellschaft ist so gespalten wie nie zuvor. Und der Berset soll das bis zum bitteren Ende durchstehen, bis die Aufarbeitung abgeschlossen ist. Also Sie haben ja, als er jetzt zurückgetreten ist, am Mittwoch haben Sie gesagt, er sei verantwortlich gewesen für die Pogromstimmung in der Schweiz. Können Sie mal eine Definition geben von Pogrom?
Das meint, dass eine gesellschaftliche Gruppierung, eine Minderheit, wie man so gerne möchte sagen, sei das aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, mit Hilfe von staatlicher Macht, mit Gewalt aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird, diffamiert, diskreditiert und entrechtet wird. Immer mit Gewalt. Das ist passiert bei uns ungeimpft, Herr Schawinski. Also Pogrom ist, wenn man eben nicht der Staat, sondern irgendwelche Gruppierungen, vor allem im zuristischen Russland gegen Juden gewesen, wenn man ihre Häuser abgebrannt hat, wenn man sie ermordet hat, das sind Pogrom. Und Sie sagen, wir hätten das in der Schweiz gehabt. Ernsthaft? Wir haben in der Schweiz eine Stimmung, die Ungeimpfte nicht mehr arbeiten dürfen, nicht mehr studieren dürfen, durch die ganze mediale Macht diffamiert worden sind, ausgrenzt. Ja, wegen der Ungeimpften sterben die Leute in den Heimen, wegen der Ungeimpften sind die Spitäler überlastet. Ist alles frei erfunden gewesen. Die Gewalt, die uns angetan worden ist. Gegner von dieser Corona-Politik haben physische Gewalt müssen erleben. Physische Wir erinnern Gewalt. Uns. Nein, Pogrom. Es ist ja noch die wichtig. Sieben Typen der Ungeimpften, dann haben Sie es gesehen vom Reza Raffi. Das hätte ja eins zu eins um Stürme können kopiert sein. Aber Pogrom ist ein klarer belasteter Begriff. Und wenn Sie das auf die Schweiz übertragen, so wie Sie offenbar auch die Nazi-Zeit und Sowjetzeit irgendwie mit der Schweiz vergleichen, dann finde ich das schändlich. Wir müssen anschauen, was ist die Methodik der Täter. Und das ist keine Gleichsetzung der Opfer oder von dem, was den Leuten angetan worden ist, sondern welche Methoden sind angewendet worden. Und das war de facto eine Pogromstimmung. Nein, das war es nicht. Und das ist meiner Meinung nach schändlich, wenn Sie mit solchen Worten kommen. Wir wollen weiter reden, wir wollen auch über Sie reden, natürlich. Weil Sie wollen ja jetzt in die Politik gehen, wollen nach Bern gehen, was so schändlich ist und was die dort immer machen. Machen wir zwischen der Musik, was ist der zweite Titel? Lied zum Widerstand. Da haben Sie vor kurzem noch gesagt, es wird keine Wahllisten geben von Maßvoll und ich selber. Ich kandidiere nicht. Maßvoll ist und bleibt außerparlamentarische Opposition. Es wird keine Wahllisten geben und ich selber, ich kandidiere nicht. Wir haben eine neue Lageurteilung vorgenommen, sind schlauer geworden, haben uns aufgrund von neuen Tatsachen überlegt, doch, jetzt müssen wir den Weg ins Parlament versuchen. Dort wird Politik gemacht, rein außerparlamentarisch genügt nicht. Und also haben wir uns da umentschieden und gehen jetzt vollen Kampf in die Wahlen. Einfach dort, weil das außerparlamentarisch nicht mehr so funktioniert, oder? Gehen Sie jetzt auf die andere Schiene? Nein, im Gegenteil. Es geht einfach darum, dass wir, wenn wir in der Schweiz fundamental etwas verändern, das macht man nicht auf der Straße, das gehört dazu, machen wir weiterhin. Aber fundamentale Veränderungen passieren im Parlament. Aber Sie sagen ja, so wie sowieso, das sagen alle Maßvollen in Luzern, werde sich ihr Verein nach der Pandemie wieder auflösen. Ich bin froh, wenn ich wieder mehr Ruhe und Frieden im Leben habe, sagt Rimoldi. In Zukunft möchte ich wieder meine Hobbys widmen, Fotografie und Reisen. Persönlich habe ich immer noch keine politischen Ambitionen. Alles Balkolatur, genau das Gegenteil ist der Fall jetzt. Ich wünsche mir nach wie vor, ich könnte nach das VW-Büsschen kaufen, Koffer und voller Bücher, Bier und Zigarre und die Welt ein bisschen bereisen. Aber die Situation in diesem Land ist ja so prekär. Grundrechte werden immer mehr außer Kraft gesetzt und niemand im Parlament verteidigt die. Niemand im Parlament garantiert, dass unsere Grundrechte nicht verletzt werden. Also fühlen wir uns verpflichtet, Gott zu kandidieren und die dann effektiv zu beschützen. Also Sie kandidieren auf Ihrer eigenen Liste, auf Platz 1 natürlich. Logisch. Wer hat das überhaupt bestimmt? Wir haben im ganzen Land diverse Listen von Maßvoll. Wo werden kandidieren? Da haben wir eine ehemalige, amtierende Kantonsrätin aus dem Thurgau, ehemalige Kantonsrätin aus dem Zürich. Da haben wir Geologen, Anwälte, Unternehmer. Nicht nur ILI Maßvoll, ist viel, viel grösser als ILI. Das wird demokratisch bei uns beschlossen. Wie jetzt auch das Wahlprogramm, wo wir in diesen Tagen dran am Schreiben sind. Das wird in dieser Woche noch wird das finalisiert und das ist alles ganz ein grosser Gruppenprozess mit Mitgliederumfragen etc. Und da hat man einfach gesagt, der Rimoldi, der muss natürlich auf Platz 1, oder? Gut, es ist... Und dann im Kanton Zürich muss man noch sagen, Kanton Zürich ist in dem Sinn optimal, weil da natürlich die grösste Bevölkerungszahl ist. Das heisst, wir haben am meisten Nationalräte. Da braucht man nur 2,8%, um können gewählt werden. Wenn sie im Kanton Luzern antreten wären, hätten sie es viel schwieriger gehabt. Richtig? Die Chancen sind gut. Wir bleiben optimistisch. Aber ist das richtig, oder? Dass sie aufgrund von dem natürlich im grössten Kanton, wo man eben den tiefsten Prozentsatz muss haben, um können gewählt werden, eine Chance über
bekommen? Ich wohne seit mittlerweile 2 Jahren in Zürich und wie Sie vorhin gesagt haben, hatte ich damals noch absolut keine Absicht, in ein Parlament reinzugehen. Mittlerweile wohne ich da, also kandidiere ich auch da. Also reden wir noch mal kurz jetzt eben über das Ereignis von der letzten Woche mit dem Alain Berset. Sie sind eigentlich der, der ihm 3 Siege verschafft hat, oder? Er tritt jetzt ab. 3-mal hat er gewonnen und kann als Sieger abtreten, weil Sie 3-mal ein Referendum ergriffen haben, wo Sie immer knallhart und grossartig verloren haben. Und Alain Berset kann sagen, ich habe jetzt immer gewonnen, jetzt kann ich gehen. Und ist der beliebteste Bundesrat geworden, vielleicht auch dank Ihnen. Gewonnen hat niemand in diesem Land durch die Politik. Auch das Ja letzten Sonntag ist kein Sieg. Das ist eine Niederlage für uns. Alles ist keine Niederlage für mich, das ist keine Niederlage für Massvoll. Oder für die Bürgerrechtsbewegung. Das ist eine Niederlage für das ganze Land. Weil jetzt ist die gesetzliche Grundlage nach wie vor da. Dass Ungeimpfte können diskriminiert werden. Und das, Herr Schawinski, ist schändlich. Aber Herr Rimoldi, Niederlage für das ganze Land. Bei uns herrscht Demokratie und Demokratie, 62% haben Ja gesagt. Wir haben bei der ersten Abstimmung, schauen wir doch mal ganz kurz zurück, wie das passiert ist. Hat es geheissen, es gäbe keine Finanzhilfe, wenn man das Covid-Gesetz nicht macht? Das ist doch nicht ein fairer Prozess gewesen. Bei der zweiten Abstimmung, die Lüge von Berset, das wäre das Zertifikat, Heigi kann zeigen, dass er nicht ansteckend ist. Heute wissen wir, das ist nicht die Wahrheit gewesen. Und jetzt hat man gesagt... Man hat es noch nicht gewusst, das stimmt, oder? Man hat vieles nicht gewusst. Vom Anfang an ist der Informationsstand immer gestiegen. Und hier und da hat man ein bisschen übermarken, das weiss man heute. Aber ich würde sagen, wenn man muss abwägen, ob man zu viel macht oder zu wenig macht, wenn es um Menschenleben geht, macht man lieber ein bisschen zu viel. Aber Herr Schawinski, vor 2 Jahren, als ich schon mit Ihnen durfte debattieren, habe ich euch genau das schon gebracht, dass wir genug harte Evidenz haben, dass das Zertifikat nichts nützt gegen die Virusübertragung. Sie haben es damals abgestritten. Ich habe Ihnen die Studie alle geliefert. Und heute wissen wir, Sie haben sich geirrt. Nein, die Studie hat es dann erst nachher gegeben, weil es hat natürlich gebraucht, eine gewisse Zeit lang und auch eine gewisse Evidenz können feststellen und so. Aber nochmal, die ganze Situation, wenn man jetzt den Bundesrat anschaut, was er gemacht hat, weil sie sind ja gegen den Staat, Übergriff vom Staat. Jetzt, der Staat hat ja Milliarden gegeben an die Bevölkerung, Milliarden gegeben an Firmen etc. Ohne Staat wäre das katastrophal gewesen, oder? Das Geld sind Steuergelder. Wir haben jetzt auch gerade wieder gestern Bericht von 8 Milliarden, wo uns das kostet. Krankenkassenprämien gehen massiv auf. Auch in den nächsten Jahren immer mehr. Die Leute haben immer weniger Geld im Sack. Und das ist, weil unser Staat das Geld falsch einsetzt, weil er Schaden anrichtet, eine völlig verfehlte Politik macht. Und wir Bürger müssen das dann ausbaden. Na, die ich habe etwas anderes gesagt. Firmen, wie auch wir da beim Radio, wir sind durch den Staat unterstützt worden. Und viele Firmen, viele Leute, viele Familien wären jetzt Grund gegangen, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte. Würden Sie das auch bestätigen? Die Familien, die zugrunde gegangen sind, und das sind sehr, sehr viele, sind zugrunde gegangen wegen dieser desaströsen Corona-Politik, Lockdowns, Zertifikate, vielleicht sind so viele Betriebe eingegangen, das hätte der Staat nie müssen entschädigen, wenn er den Schaden gar nicht erst angerichtet hätte, durch eine völlig verfehlte, unwissenschaftliche, spaltende, menschenverachtende und verfassungswidrige Corona-Politik. Also das ist alles Unsinn natürlich, weil es ist nicht verfassungswidrig, sondern Notrecht ist ja festgelegt bei uns und ist genau nach gewissen Regeln passiert. Aber ich muss jetzt noch gleich noch eine Frage stellen. Sind Sie denn der Meinung, man hätte nicht impfen sollen? Haben Sie sich impfen lassen? Immer noch nicht, nein. Ja. Und auch aber heute, wie anno dazumal, die Impfung hat immer müssen freiwillig bleiben, nicht wie nötig und nicht wie Ausschluss aus der Gesellschaft passieren. Ist, nicht, ist ja nicht ein Ausschluss aus der Gesellschaft gewesen. Herr Schawinski, aber da lügen Sie jetzt Fakten. Wir sind ungeimpft, wir haben nicht mehr arbeiten dürfen, nicht mehr reisen, nicht mehr studieren, sind ausgegrenzt worden am Familientisch an Weihnachten. Und das geht doch nicht. Oder sehen Sie es immer noch als richtig an, dass das passiert ist, nach diesen 2 Jahren? Ich würde sagen, die meisten Massnahmen sind richtig gewesen und Ihre Polemik... Also das Ungeimpft nicht am Familientisch mit der Familie dürfen Weihnachten feiern? Im Nachhinein muss man sagen, eben offenbar haben die Ungeimpften nicht können geschützt werden. Man hat ja gemeint, die werden geschützt durch die Geimpften. Und das ist eine Erkenntnis gekommen, die nachher gekommen ist. Aber ich würde sagen, ja, das ist vielleicht im Nachhinein nicht so als schön angeschaut worden. Aber also würden Sie es wieder machen? Ja oder nein? Das interessiert mich jetzt wirklich. Nein, die Lehre muss man jetzt ziehen aus dem Ganzen. Und das muss jetzt aufgeschafft werden. Und das ist noch nicht ganz gemacht worden. Aber im Vergleich jetzt sagen wir zu Großbritannien und Amerika sind auch viel weniger Leute in der Schweiz gestorben, Herr Rimmel. Wieso sagen Sie nichts über das? Wir haben in allen Ländern eine Evidenz, wo weniger Massnahmen, weniger harte Einschränkungen gemacht haben, ist es den Leuten besser gegangen und mit weniger
Todeszahlen, weniger Fallzahlen. Dann haben wir Schweden, dann haben wir jenste andere Länder. Schweden ist viel höher als Norwegen. Wir haben in der Schweiz eine bessere Situation, aber weil es halt durch die Bürgerrechtsbewegung nicht so schlimm wurde, ist, wie Länder, die ungeimpft keine Bankkonten bekommen. Finden Sie das gut, dass Leute, die ungeimpft sind, auch kein Konto mehr bekommen, keine SIM-Karte wie in Pakistan? Was hat die Bürgerrechtsbewegung hat überhaupt nichts ausgelöst, außer den Unfrieden der Bevölkerung zu stärken? Auftreten irgendwelche Corona-Lügner, die eben gesagt haben, man soll sich nicht impfen, die Propaganda gemacht haben, gegen das Impfen. Finden Sie es denn richtig, dass ein Staat Menschen diskriminiert wegen biologischen Merkmalen? Wo hören wir denn auf? Religiöse Merkmale, Hautfarbe. Es ist doch nicht eine Diskriminierung, sondern es ist doch ganz klar, dass es gewisse Regeln geben muss. So wie beim Autofahren haben wir Regeln haben, dass man sich anschnallen muss, dass man sollte auch irgendwie... Aber das ist ein schwaches Argument, Herr Schulz. Es gibt Regeln, legitimiert man Gulags. Das ist auch rechtsstaatlich legitimiert. Die Apartheid in Südafrika, das war auch die Regel, dass die Schwarzen nicht mitfahren. Das waren auch Regeln. Was ist denn das für ein Unsinn, was Sie jetzt erzählen? Das hat doch, Sie können doch nicht einfach what about Apartheid und was in der Schweiz ist und so. Also das Argument, ist, ja, es gibt doch Regeln, das verhebt doch nicht. Das ist doch nie ethisch vertretbar, dass man Menschen ausgrenzt wegen einer freien Entscheidung, wie sie über den eigenen Körper entscheiden. Wenn Sie jetzt grüne Haare hätten oder Regenbogenhaare und ich sage, also ich darf jetzt nicht mehr in meine Beine kommen, fänden Sie das denn gut? Es wäre wahrscheinlich dann nicht mehr tragbar gewesen, wenn man gesagt hat, es gibt eine Impfpflicht. Wenn die Leute verpflichtet worden wären, sich zu impfen, das hätte es nicht gegeben, Herr Rimoldi, oder? Müssen Sie also auch festhalten. Herr Schawinski, ihr könnt unzählige Leute in diesem Land, die genötigt worden sind, die Impfung zu machen, sonst hätten sie es nicht mehr arbeiten. Wir haben Todesfälle bei uns im Umfeld wegen dieser Impfung, weil sie genötigt worden sind, weil sie Familien nicht mehr hätten können. Und das dürfen Sie doch nicht ausblenden, Herr Schwitz. Das können Sie auch nicht abstreiten. Das sind Fakten, die wir haben auf dem Tisch. Tatsache ist, ohne die Impfstoffe hat es viele Millionen mehr Todesopfer gegeben weltweit. Und was haben Sie dann gesagt, zum Beispiel... Das hätte bei uns Faschismus, oder? Sie kommen dann mit solchen Sachen, mit Verschwörungstheorie. Auch damit bekennt sich die FDP zum Faschismus. Was ist denn das? Das ist die ganz klassische Faschismus-Definition. Auch noch Umberto Eco, kann jeder nachschauen. Definition, die Merkmale des Urfaschismus. Wenn man Politik etabliert mit Macht, mit Gewalt und mit Terror, Ausgrenzung, mit Terror? Macht von den Medien durchsetzt, Herr Schawinski, ist das faschistoid, ist das glasklar Diskriminierung, was da passiert ist, gegen die Ungeimpften. Wo? Aber wieso finden Sie das gut, Herr Schawinski? Ich verstehe das nicht. Wieso kommen Sie mit Wort wie Terror? Da komme ich jetzt also auch nicht mit. Wissen Sie, was Terror wirklich ist? Wie können Sie solche Worte ins Maul nehmen und das vergleichen, was in einem Terrorregime der passiert? Thierry Burkhardt, FDP-Präsident, hat ja wählen, dass Ungeimpfte, die medizinischen Notfall haben, nicht mehr auf die Intensivstation dürfen. Das bedeutet de facto, dass Ungeimpfte vor dem Spitaleingang hätten müssen sterben. Wie können Sie das gut finden? Also, vor kurzem haben Sie gesagt... Aber Herr Schawinski, wieso ist das etwas Gutes? Das verstehe ich nicht. Das geht doch nicht. Sie müssen Regeln gefällt werden und Entscheidungen müssen gemacht werden. Die können zum Teil, wenn man einen nicht ganz optimalen Informationsstand hat, wie sich das entwickelt, nicht im Nachhinein als richtig angeschaut werden. Aber es ist mit voller Ernsthaftigkeit gemacht. Aber finden Sie es denn gut, was der Jürg Grossen hat wollen, Ungeimpfte optisch kennzeichnen? Juli 2021. Sie kommen jetzt mit irgendwelchen Zitaten, die ich nicht checken kann, ob die stimmen oder nicht. Ich habe eine Demo gemacht dagegen, mit dem Sintio gemacht miteinander. Das ist eine Methode, die aus ihren Kreisen immer wieder angewendet wird. Irgendetwas anrühren, ein Zitat, also, das man nicht googeln. Schon da die Pause, also, die Musik läuft. Gut, also ich habe jetzt ein Zitat. Nein, ich habe jetzt ein Zitat von Ihnen und das werden Sie sicher bestätigen. Die Schweiz ist auf dem Weg in eine dystopische Hölle. Die freie Schweiz ist am Sterben. Wir sind die letzte Chance, um den weltweiten grossen Reset zu verhindern. Richtig. Wenn wir schauen, was heute am Horizont uns droht, die Massenüberwachung, Gesichtserkennung, überall. Digitales Zentralbankengeld, das dazu führt, dass jede Transaktion kontrolliert werden kann. Wenn wir schauen, was da sonst noch kommt, mit 15 Minuten steht, haben wir in China schon, wo der Bürger im maximal in einem Radius von 15 Minuten soll eben alles kontrolliert, mit QR-Scanner im Eingang, mit einem Gesundheitspass, mit Social Credit System. In diese Zeit laufen wir jetzt rein.
Also haben Sie irgendwie mal in der letzten Zeit Zeitung gelesen, beispielsweise, dass die EU jetzt ein AI-Act, also ein Akt, Regelung macht in Bezug auf Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, die genau das soll regulieren. In China ist es anders. Dort ist es dystopische Hölle. Aber doch nicht in der Schweiz, wo man 3 Abstimmungen machen kann, hintereinander, immer mit dem Gleichen, der uns Millionen kostet, die überhaupt nichts gebracht haben. Sie haben mehr Freiheit in der Schweiz als in jedem anderen Land der Welt mit unserer direkten Demokratie, Rimoldi. Das müssen wir bewahren, dass die Schweiz das freiste Land der Welt wieder wird. Aber Grundrecht endlich gelten, wo die direkte Demokratie funktioniert. Aber dem dürfen wir ja nicht die Augen verschliessen mit dem, was uns droht. Ich meine, ja, wer hätte es gedacht, dass jemals eine Zertifikatspflicht kommt, eine Maskenpflicht, all das. Und jetzt, wenn wir schauen, wie andere Länder da vorspuren, das ist nicht ganz weit weg am anderen Ende vom Globus. Es gibt Staaten in Europa oder Universitäten, die sind da schon jetzt am Üben, am Eintrainieren. Und gerade die EU, wo eine Meisterin darin ist, gerade auf Twitter sehen wir das, neue Zensurmaßnahmen zu machen. Die englische Regierung, die mittlerweile bekannt ist, die ein Programm gemacht hat, abweichende Meinungen in der Corona-Politik zu bekämpfen mit der Macht der Medien. Das war offizielle Regierungspolitik. Ja, na, also gut, die Regierung vom Herrn Boris Johnson, ein Rechtspopulist, der Ihnen wahrscheinlich politisch sehr nahe steht, die ist natürlich verheerend gewesen. Aber was verstehen Sie denn unter der weltweit grossen Reset? Was soll das sein? Ah, da gibt es ein wunderbares Büchli, das heisst «The Great Reset», ist geschrieben von Klaus Schwab. Neomarxistische Ideologien, die da innen verbreitet werden, implementiert gern von einer Ursula von der Leyen. Und das werden effektiv die dystopische Heul, wo wir uns innen bewegen. Ganz, ganz gefährlich, und das hat nichts mit der Schweizer Werte. Ich kann nicht verstehen. Was genau ist es? Ich meine, Sie müssen nicht irgendwelche Namen nennen, sondern was ist der weltweit grosse Reset? Aus was besteht der? The Great Reset ist ein Programm vom WEF, wo unsere Grundrechte, unsere Souveränität von Ihnen, Herr Schawinski, von mir, von der Schweizer Bevölkerung, vom Schweizer Staat, droht zu erodieren. Wir sehen gerade im grossen Zug dazu, dass die WHO in Genf einen Pandemiepakt plant. Da kann man nachlesen im Internet, das ganze Paper anschauen, wo drinnen steht, dass bei der nächsten Pandemie, wenn auch immer die kommt, der WHO-Generaldirektor im Alleingang kann definieren, das ist jetzt eine Pandemie und die Massnahmen braucht es. Und dann sind dann die verbindlich, via Völkerrecht für die jeweiligen Nationalstaaten. Also eine Aufgabe von unserer Volkssouveränität. Gut, ja, gegen das wollen Sie ja eine Initiative machen. Das Ganze ist noch offen, man weiss das noch nicht im Detail. Aber das ist noch nicht der Reset. Ich verstehe nicht unter Reset, was das heisst. Weil es wird ja gesagt, das ist Bevölkerungsaustausch, oder? Dass man da unsere Bevölkerung rausrührt und durch eine andere, vor allem aus Nordafrika, aus muslimischen Ländern, ersetzt. Ist es das der Reset, von dem Sie reden? Also ich kann jedem Bürger dringend empfehlen, das ganze Buch von Klaus Schwab mal zu lesen. Da graut es mir, was dort innen steht. Dazu gehört viele Sachen. Aber hauptsächlich Herr Schwab? Das WEF ist ja nicht eine Weltregierung. Das können Sie doch nicht bringen. Das sind mehrheitlich sehr reiche Leute, die sich dort vergnügen und immer in der Situation hinterherhinken, immer falsch liegen, auch mit ihren Prognosen. Von was reden Sie überhaupt? Ja, soll hoffentlich immer so bleiben, dass die Leute vom WEF da falsch liegen. Es geht de facto um eine Abschaffung von unserer demokratischen Volksrechte, die da passiert. Und dort kommt halt der WHO-Pandemiepakt. Der Klaus Schwab will die Demokratie abschaffen. Gut, es gibt von Klaus Schwab ein wunderbares Zitat: «We will penetrate the cabinets». Dass überall das WEF, Herr Schawinski, ist nicht erst ein freundliches Forum. Dort werden neomarxistische Ideologien verbreitet, geschult und dann in jensten Regierungen... Das WEF ist neomarxistisch? Absolut, also die grössten Kapitalisten der Welt sind Neomarxisten? Wenn man schaut, was in den letzten Jahren, sagen wir Big Tech mit Big Pharma, geschafft hat, im Verbund mit der Regierung, im Verbund mit den Medien, haben wir netto eine massive Reduktion von unseren Grundrechten. Die Reichsten sind immer reicher geworden und da haben wir gedacht, einen Staatssozialismus. Das ist Neomarxismus. Nein, aber nochmal. Ich meine, Sie leben in der Schweiz. Sie benutzen die Demokratie bis zum Exzess. Ein Referendum, eine Unterschriftensammlung nach der anderen. Und jetzt wollen Sie noch ins Parlament hineingehen, man soll Sie wählen. Und Sie sagen, wir sind jetzt kurz davor, in eine dystopische Zeit hineinzugehen. Was ist denn das für Schreckensbilder, die Sie da konstruieren, um irgendwie Aufmerksamkeit überzukommen, die völlig unsinnig sind, weil jetzt plötzlich da die grössten Kapitalisten der Welt am WEF sollen Neomarxisten sein? Was ist denn das für eine Verschwörungstheorie?
zeigen Sie mir eine Aussage von den letzten Jahren, die wir gemacht haben, die nicht eingetroffen ist, die falsch war. Sie haben völlig nicht eingetroffen. Alles ist eingetroffen davon. Wir sind nicht in einer faschistischen Zwangsmassnahme. Die Maske ist wirklos. All die Massnahmen haben nur Schaden angerichtet. Die Politik ist eine einzige Verschwörung. Sie haben Putsch von oben und hat den Leuten das Leben völlig kaputt gemacht. Und deswegen wollen wir jetzt auch ins Parlament, dass niemand, sei das Unternehmen, sei das Politik, den Leuten so das Leben kann fremd bestimmen. Weil wir wollen, dass Menschen in Freiheit nach ihrem Glück können streben können. Und nicht durch eine völlig wahnsinnige Politik, die nur der Reichste dient und die Ärmer immer ärmer macht, wo den Leuten einfach das Leben kaputt macht. Also gut, also die Reichsten und die Ärmsten, das WEF und so etc., es ist völlig wirr, was sie sagen. Aber sie sagen auch andere Sachen, die mir die Schuhe abziehen. Zum Beispiel, Florida erlaubt das verdeckte Tragen von Waffen ohne Lizenz. Bravo! Das Recht auf Selbstverteidigung ist ein Grundrecht. Wann zieht die Schweiz endlich nach? Sie wollen, dass alle Leute mit Waffen umlaufen, wie in Florida, wo es eine Massenschiesserei, ein Massaker nach dem anderen geht. Das ist Ihr Vorbild, Herr Rimoldi. Ich glaube, Sie haben den Bundesstaat verwechselt. Fakt ist, dass in den USA die Schiessereien, die Attentate, die Amokläufe genau dort passieren, wo die Waffen am strengsten reguliert sind. Das ist in den Staaten, Unsinn. Wo die Waffen ein liberales Waffenbesitz- und Tragerecht gibt, ist die Sicherheit der Bevölkerung am höchsten und passiert am wenigsten. Also Amerika als Land hat mit Abstand die höchsten Mordquoten und eben die Massenschiessereien hat die höchsten. Florida haben wir da ganze Schulschiessereien gehabt. Unglaubliche Art, was da mit den AR-15, mit den Kriegswaffen da ganze Schulen abgeschossen haben etc. Ebenso Texas, das sind alles republikanisch regierte Staaten etc. Und sie wollen, dass man mit verdeckten Waffen rumläuft und sie sagen ja, und ich weiss jetzt auch warum sie das sagen. Sie hoffen auf den Volksaufstand. Sie hoffen, dass dann, ja, sie haben gesagt, ich träume vom Volksaufstand gegen die faschistischen Zwangsmassnahmen und sie wollen das mit Waffengewalt machen. Herr Schawinski, jetzt müssen Sie nicht Aussagen erfinden und Verschwörungstheorien schwurbeln. Massvoll kämpft seit Anfang an friedlich für die verfassungsmäßige Ordnung der Schweiz. Die verfassungsmäßige Ordnung der Schweiz ist vom Bundesrat zertrümmert worden mit Furcht und Schrecken. Und durch das erfüllt der Bundesrat leider Gottes Terrorismusdefinition aus dem PMT-Gesetz. Also wenn Sie sagen, einerseits Volksaufstand fordern Sie, das ist ein Zitat, und andererseits, dass man verdeckt die Waffen kann tragen in der Schweiz, dann kann man eins und eins zusammenzählen, Herr Rimoldi. Dann können Sie sich da nicht rausschleifen, oder? Herr Schawinski, jetzt müssen Sie wirklich mal aufhören mit diesen Verschwörungstheorien. Ich meine, ich erinnere mich an unser Gespräch, das wir hatten September 21, wo Sie zwangshaft haben wollen, so tun, als hätten wir das Bundeshaus gestürmt. Alles. Hören Sie mal auf, mit dem in den Ecken zu stellen, von wegen, ja, ihr wollt die Demokratie abschaffen. Nein, hören Sie zu, was wir machen und sagen, drei Referenden machen und die jenste Petitionen, Initiativen etc. Wir wollen, dass eine direkte Demokratie intakt ist und Grundrecht die Grundrechte gelten. Die ist intakt. Und das Vertrauen in die Regierung, im Bundesrat, in unsere Institution ist gross. Aber und wir sind da bei unseren Absichten, Herr Schawinski. Wir sind da bei unserer Motivation. Nein, und unsere Motivation ist, dass die Schweiz erhalten bleibt als freies Land, wo die Leute in Frieden und in Wohlstand können alt werden. Genau, das sagen dort alle Parteien, das reden Sie schon wieder ein Politiker. Aber Sie haben zum Beispiel haben ich Sie beleidigt? Politiker, die wir hier in Bern oben haben. Nein, das sind ja die schlimmsten Wände halt. Ah ja, gut. Okay, und zu denen wollen Sie jetzt gehen. Genau deswegen, ja. Ja. Und dann warten Sie mal aufzumischen. Ja, Sie wollen aufmischen. Und wenn Sie nicht eine Fraktion anbringen, wissen Sie, dann haben Sie gerade null zu husten. Sogar wenn Sie oder noch zwei andere gewählt hätten, hätten Sie null zu husten. Ja gut, verlieren kann man immer. Aber ich finde, gerade deswegen Nein, muss Sie man antreten. Sie wollen ja dazugehören. Sie waren ja erst vor kurzem im Bundeshaus gewesen, da, wo der Herr Zelensky gekommen ist, hat sie den Herrn Glarner reingelassen. Offenbar haben sie da enge Verbindungen zu uns und zu der rechten Seite von der SVP. Und dort sind sie dann dort umgestolziert mit Zigarren. Jetzt müssen Sie noch etwas sagen zu Ihrem Habitus. Tun Sie mal ein der Rimoldi mit Zigarren und langen Haaren. Was sehen wir da? Ich finde, das Leben ist verdammt kurz. Es kann jederzeit vorbei sein. Und ich habe mir schon vor vielen Jahren auch erlebt, auch durch meine Erlebnisse, sei das der frühe Tod vom Vater etc., gesagt, ich will das Leben aus vollen Zügen geniessen. Ich mache, was ich gerne mache.
wie ich bin. Und wenn das die Leute nicht mögen oder nicht toll finden oder dumme Jesus-Sprüche machen oder was immer, dann ist mir das eigentlich egal. Und ich rauche halt gerne Zigarren, habe gerne lange Haare. Da so bin ich zufrieden. Was ist so das für ein Habitus? Was ist da ein Vorbild, das da dahinter steht? Nie. Nie groß Vorbilder gehabt. Ja, ich habe gedacht, so wollte man sich geben, wenn man das Bild anschaut von Che Guevara. Zigarren, lange Haare etc. Revolutionär. Ich glaube, er ist inhaltlich nicht nach Bern gegangen. Ja, gleich, aber so. Aber sie haben ja Asthma. Sie haben ja Asthma, wegen dem haben sie dann keine Maske müssen tragen und dann rauchen sie die ganze Zeit. Wir können gerne mal miteinander Zigarren puffen, Herr Schawinski. Ich würde mich sehr freuen, wenn man eine Zigarre pufft. Die zieht man in die Lungen runter. Genau dort, aber mit Asthma, ist das gut für Asthma? Aber wahrscheinlich nicht, die Husten, jemand die mal ganz schlimm draus. Aber nein, ich finde einfach, offenbar haben sie da sich der Maske entzogen mit dem Asthma. Argumente und rauchen die ganze Zeit. Ich selber nicht, aber ich finde es toll, jeder, der nur irgendeinen Weg gefunden hat, sich ein Attest zu beschaffen, sich ein Zertifikat zu beschaffen. Fälscher? Auf jeden Fall. Okay. Ein Fälscher, der das auch ganz klar zugibt. Machen wir zwischen der Musik, was ist der erste Titel? We Say No. Noch ein paar Sachen klären. Sie haben dann Leute, die da, sich auf die Straße geläubt haben am Gotthardtunnel, dann haben sie nachgerufen, das sind Klimaterroristen, und haben sie, also das Wort Terroristen, und haben sich dann erstaunt gezeigt, dass man sich nicht mit Notwehr gegen die zur Wehr gesetzt hat, also die mehr oder weniger mit Gewalt weggebracht hat. Können Sie es erläutern? Das ist zu dem stehen Sie. Das sind Terroristen, die muss man also mit Gewalt wegbringen. Was die Leute machen, ist der Bevölkerung enorm Schaden zufügen, Krankenwagen blockieren, wo die Leute auch in anderen Ländern gestorben sind, weil das passiert ist, wo die Protestaktionen, ich meine, es gibt ja das Recht auf den zivilen Ungehorsam, auf den Protest, auf Kundgebungen, aber so wie sie das machen, eigentlich den Verkehr behindern, wo kein Krankenwagen, kein Feuerwehrauto mit rund, das geht nicht. Sie sollen sich ein Vorbild nehmen, am Asphalt, wo sich immer Bewilligungen geholt hat und das in guter Absprache mit der Polizei gemacht hat und koordiniert. Aber wenn Sie sagen Notwehr, das heisst, Selbstjustiz haben Sie gefordert, dass die Leute dort in den Automobilisten die zusammenschlagen oder so? Nein, ja, so hallo. Nein, dass man einfach die Leute kann wegtragen kann. Oder ja, das wieder gemacht. Aus dem Weg. Ja, finde ich gut. Sollen wir machen. Okay, also, Sie haben natürlich eben die politische Situation angeschaut. Unter anderem haben Sie gesagt, die FDP schaufelt ihr Grab. Sie liegt heute selbstverschuldet auf dem Sterbebett ihrer ehemaligen Partei, weil sie haben mal Karriere wollen machen. Sie sind aber ziemlich gut unterwegs, oder? Wenn man die Umfragen anschaut. Nein, nicht wirklich. Die FDP geht ja von einem Loch ins nächste, weil sie die eigenen Werte konsequent verraten. Nichts widerspricht mehr in einem liberalen Geist als eine Zertifikatspflicht, als Leute tätige Zwänge aufzulegen. Na gut, also es heisst eben, es ist eben nicht nur Freiheit, sondern es gibt ja auch eine Verantwortung. Sie wollen ja den Bundesrat ins Gefängnis bringen, oder? Unter welchem Titel? Die verantwortungslose Politik, die asoziale Politik, die da gemacht wurde, hat Land und Leute enorm Schaden zugefügt. Was der Bundesrat da gemacht hat, ist die verfassungsmäßige Ordnung mit Gewalt, mit Angst geändert. Da gibt es einen Strafgesetzartikel, den man mal müsste untersuchen. Das mache nicht ich, das soll die Justiz machen und die Corona-Politik endlich aufarbeiten. Wir haben eine Anzeige gemacht gegen den Bundesrat Berse wegen Amtsgeheimnisverletzung, Amtsmissbrauch. Und auch wegen jensten anderen Delikten. Okay, wie steht das ganze Verfahren jetzt, wo er abgetreten ist? Laut meinem Wissensstand läuft das noch. Und nur weil er jetzt zurücktritt, heisst das nicht, dass irgendetwas von dem wieder gut wäre. Der Berse, alle Bundesräte und Politiker müssen sich jetzt eine Aufarbeitung stellen. Wir wollen, dass die Gräben endlich geschlossen werden, Herr Schawinski. Auch damals schon im 21. Wir haben ja wollen, dass Menschen nicht diskriminiert werden. Wir sind ja nie die, die gesagt haben, ja, ihr geimpft das und das. Nein, wir dürfen nicht die Leute unterscheiden, ob sie geimpft sind oder nicht. Das hat ja die Spaltung erst verursacht. Aber wenn Sie die anderen sagen, es sind Faschisten und es sind Terroristen und es sind Verbrecher etc., tut das Spaltung in der Bevölkerung vermindern oder verstärken? Ja, sollen wir denn nicht beim Namen nennen, was da effektiv passiert? Ich meine, schauen Sie an, gehen Sie mal schauen, wie im 21. die Ungeimpften betitelt worden sind. Das war glasklarer Faschismus gewesen. So leid es mir tut, das also ist ein Fakt. Alle können auf die Straße gehen, sie sind mit den Freiheitsstreichlern überall auftreten, haben das alles können machen. Reden wir über etwas anderes noch. Wir sind gerade in der Zeit von einem grossen Krieg in der Ukraine. Wo stehen Sie dort, Herr Rimoldi?
Wir stehen auf der Seite der Schweiz. Wir wollen, dass die Schweiz sich in keinen Konflikt einmischt, niemandem Waffen liefert, niemandem Sanktionen liefert und einfach den Hort ist von der guten Dienst. Ich finde, das ist die Rolle der Schweiz in der Aber Welt. Aber wie sehen Sie das? Das ist jetzt ein bisschen einfach gewesen, da haben Sie sich der Frage ein bisschen entzogen. Nein, wie sehen Sie, was dort passiert? Dort passiert Faschistisches. Dort merkt man Imperialistisches. Da kommt einer, der ein anderes Volk nicht nur besiegen will, sondern auslöschen. Was sagen Sie? Zu dem sagen Sie einfach nichts. Massvoll verurteilt jeden Krieg und ist gegen jeden Krieg. Ja. Aber die Rolle der Schweiz ist nicht, ihnen Seite zu beziehen. Aber wenn Sie doch das sagen, ich schaue nur, dass wir neutral bleiben, dann helfen Sie doch eigentlich am Aggressor, oder? Ist ja klar. Dann tun Sie ihn entlasten. Wie kommen Sie auf so etwas? Ja, weil Sie nicht sagen, dass das ein Verbrechen ist. Das ist jetzt ein Verbrechen. Das ist Terrorismus. Dort wird die Bevölkerung terrorisiert. Dort werden Zivilisten massakriert, vergewaltigt etc. Das möchte ich wissen, wie Sie das sehen. Privatmeinungen und die offizielle Position von der Eidgenossenschaft. Und die Rolle von der Schweiz, wie gesagt, in der Welt ist es nicht, irgendjemand sich irgendwo einzumischen. Misch dich nicht in fremde Händel. Das war doch immer die Maxime für unsere Russenpolitik. Aber nochmal, ich will jetzt einfach von Ihnen noch hören, was Sie jetzt halten. Okay, was halten Sie denn von Wladimir Putin? Genau gleich wenig wie von Zelensky. Okay, sind beides verdammte Kriegstreiber. Ah, beides verdammte. Okay, das ist, wissen wir, also, das machen Sie die genaue Propaganda mit. Die russische Propaganda machen Sie mit. Er stummt mich nicht. Das ist übrigens auch die AfD in Deutschland macht das so. Nur die sind jetzt eigentlich politisch ein bisschen erfolgreicher wie Sie. Herr Schawinski, verurteilen Sie denn den Krieg von Saudi-Arabien im Jemen oder den Einmarsch der Amerikaner in Syrien? Wir können einfach einen Krieg isoliert betrachten und einmal den Aggressor verurteilen und bei allen anderen Kriegen schauen wir, wenn wir da konsequent aufrecht, geradlinig wollen Sie, dann müssen wir sagen, wir verurteilen sämtliche Kriege, sämtliche Einmärsche, überall auf der Welt. Also, das ist Whataboutism, wo man es ja natürlich kennt. Also, die Kriege finden Sie gut? Nein, finden Sie es gut, wenn Amerikaner einmarschiert in Syrien? Amerikaner sind überhaupt nicht einmarschiert in Syrien. Dort sind Russen. Dort sind Russen. Irak. Ist die Irakkrieg etwas Gutes gewesen? Nein, das war ein Fehler gewesen. Das ist ganz klar. Aber dort da haben wir auch nie verurteilt. Dort hat die Schweiz auch nie Seite bezogen. Gut, aber jetzt haben wir das. Also die Amerikaner sind auch wieder weggegangen. Die Russen wollen die Ukraine. Ja, nachdem sie Bagdad gemacht haben und das hat man erledigt. Nein, einfach die Russen wollen die Ukraine platt machen. Das Land weg tun, das nehmen. Ist noch etwas anderes. Ist das denn der erste Krieg Moment. In den letzten Jahren? Nein, aber nochmal. Wir haben also UNO-Ordnung und UNO-Resolutionen etc. Nachkriegsordnung in Europa vor allem ist jetzt verletzt worden auf brutalste Art und Weise. Und von Ihnen höre ich eigentlich gar nichts. Nothing. Dann haben Sie nicht reingelassen. Wir haben am 11. März in Bern auf dem Bundesplatz, voller Platz, eine gigantische Friedensdemo gemacht mit Exponenten von links bis rechts. Wotzgründer bis Klarner. Ein riesiger Fächer, wo Leute, die den Krieg verurteilen, wo Leute, die sagen, wir dürfen nicht Teil in dem Krieg sein. Um das geht es, Herr Schawinski. Als Pazifisten verurteilen wir sämtliche Aggressor, sämtliche Gewalt. Geht sie aus von einem Militär, von einem Staat gegen die eigene Bevölkerung etc. Das geht einfach nicht. Man muss die Menschen in Ruhe leben lassen. Ja, genau. Und das passiert ja in der Ukraine nicht. Die Ukraine hat ja nicht die Russen angegriffen haben. Und der Krieg findet nicht auf russischem Territorium statt, sondern auf ukrainischem. Ist eine relativ klare Sache. Aber dann gehen Sie doch selber an die Front. Was? Gehen Sie auch an die Front. Was ist jetzt das wieder für eine dumme Sache, die Sie da jetzt einfach sagen? Sie sagen, wir sollen Waffenlieferungen. Habe ich das gesagt? Denn auf? Haben Sie das gesagt? Ich habe Sie gefragt. Und ich bin der Meinung, die humanitäre Tradition von der Schweiz wird da nicht beachtet. Und Neutralität in dieser Situation kann man nicht machen, weil es geht schlussendlich um unsere westlichen Werte. Und jetzt frage ich Sie nochmal, weil Sie so sagen, Demokratie etc. Das Wichtigste, wo gibt es denn auf der Welt Demokratie? Wollen wir die Demokratie riskieren, indem wir Teil sind von einem Krieg, der dazu führen kann, dass der Russ irgendeine Stadt wird stehen? Wir müssen die Demokratie verteidigen, um zu schauen, dass das nicht passiert. Und es ist der Westen und es ist die NATO. Also, das ist aber also genau das ist das Risiko, wie jetzt passiert, indem wir Teil sind in dem Krieg. Im schlimmsten Fall gibt es die Demokratie dann nicht mehr, weil der Russen da einmarschiert, also, wenn wir so weitermachen. Nein, wenn man nichts gemacht hätte, der Westen, dann wäre Ukraine jetzt schon platt, oder, Herr Rimold? Wir reden nicht vom Westen, wir reden nicht von den USA. Das ist nicht unsere Politik. Uns geht es um die Rolle von der Schweiz, Herr Schawinski. Nein, die Schweiz hat sich auszuhalten. Wir sind Teil von Europa, ja. Von Westeuropa. Wir haben Wert wie Demokratie. Und Sie führen das Wort Demokratie so gross im Mund. Und Sie wissen, dass in
Russland. Das Gegenteil herrscht von Demokratie. Die vergiftet ihre Gegner, rühren sie ihre Straflager. Ja, der Zelensky will oppositionelle Parteien verbieten, Russisch als Sprache verbieten, die russische Minderheit im Donbass. Wir haben überall von diesen Regierungen haben wir Verbrechen. Sei das von Zelensky, sei das von anderen, sei das von Biden, sei das vom Also alle gleich. Nein, also aber wieso sollen wir den Seiten beziehen und dann riskieren, dass wir das hohe Gut in der Schweiz dann riskieren, weil dann mal ein Gegenschlag zurückkommt? Ich meine, wir sind ein kleines Land, wir haben eine kleine Armee. Was wollen wir denn machen, wenn es weiter eskaliert? Unsere Schweizer Armee allein ist überhaupt nicht handlungsfähig, wissen wir. Ganz klar, wenn so etwas würde kommen, könnten wir das nur im Rahmen von der NATO machen. Aber wenn sie halt einfach das gleichsetzen, Russland und Ukraine, dort hat es Wahlen gegeben, dort haben sie eine Regierung abgewählt worden. Einfach die Gleichsetzung und so. Ich finde das einfach grotesk und ich finde, sie sind ein ganz gefährlicher Demokratie. Herr Schawinski, Gleichsetzung ist bis heute noch kein Vergleich. Das sind ganz klare Begrifflichkeiten. Und was da passiert ist, in den letzten Jahren, ist eine Aufgabe von allem, was die Schweiz gross gemacht hat. Grundrecht, Volkssouveränität, Neutralität, Direktdemokratie, das ist alles unter Beschuss. Und wenn wir so weitermachen, Herr Schawinski, verlieren wir das alles. Aber, und das ist unsere grosse Sorge und eine Motivation. Aber die Ukraine ist auch dran, das zu verlieren. Ich war gerade vor kurzem in Polen. Die haben Angst, wenn die Russen kommen, nehmen sie das ihnen auch weg. Ja, was würden sie machen? Sollen wir die ganze Armee von uns überschicken, all unsere Panzer? Oder wo endet das, Herr Schawinski? Sollen wir Schweizer Soldaten schicken, Josta? Was würden sie machen? Ich würde sagen, also A, in Sachen Weitergabe von Waffen sollte man ein bisschen offener sein, so wie es Frau Ammer sieht. Die Sanktionen sollte man machen gegen die Oligarchen. Und man sollte Solidarität zeigen, auch im humanitären Bereich, und zwar im grossen Stil, um unsere Werte, die sie angeblich verteidigen, die auch zu sichern in ganz Europa. Und das ukrainische Volk, das so einen Blutzoll zahlt, der unglaublich ist, wo man sich gar nicht vorstellen kann, denen helfen, jawohl. Die grösste Hilfe und Solidarität, die die Schweiz friedensstiftend in der Weltgemeinschaft kann machen kann, ist, Ort für Friedensverhandlungen zu sein. Das ist ein Unsinn. Die Schweiz ist einfach Hotelier. Das ist völlig ein Unsinn. Friedensverhandlungen... Das ist die Geschichte von der Schweiz, dass wir der Ort sind für die guten Dienste, für Diplomatie. Friedensgespräche und Verhandlungen. Geschichte sind anders. Die einzigen Verhandlungen, die es bis jetzt gab, sind in Istanbul. Nein, man hat sich auch den Biden und den Putin in Genf gefunden. Ist ja heute unvorstellbar. Wieso? Ist noch nicht allzu lange her. Ja, nein, der Putin hat sich natürlich da völlig aus der Weltgemeinschaft von den Leuten, die die Weltordnung stützen, die die UNO stützen, hat er sich verabschiedet. Das ist ja evident. Herr Schawinski, es geht nicht um den Putin, es geht um was die Schweiz machen in der Welt. Was ist unser Beitrag an die Welt? Also ich muss einfach sagen, sie sind ein Schwurbler, begabter Schwurbler, aber da haben sie sich irgendwie völlig verrennt und eigentlich auch demaskiert. Ich danke für das Kompliment von Ihnen. Sie haben sich demaskiert, dass es ihnen gar nicht um Demokratie geht, um Meinungsfreiheit. Und haben sie mir jetzt zugelassen, es geht darum, dass wir genau diese Werte halten können. In Russland könnten sie das, was sie da erzählen, könnten sie nicht erzählen. Ja, wollen Sie denn, dass wir so zu Weg sind, dass in der Schweiz nicht mehr gilt, unsere Grundrechte? Nein, im Gegenteil. Dann müssen Sie uns wählen, weil genau für diese verfassungsmäßigen Grundrechte stehen wir ein, dass man kann sagen, was man will, ohne sanktioniert zu werden. Also Sie werden ja nicht sanktioniert, Sie können ja auf eine Wahlliste gehen, Sie können sich wählen lassen, Sie können alles machen in der Schweiz. Und dass wir unbedingt erhalten bleiben, die Schweizer Werte, dass die wieder kommen, dass Menschen, die nicht geimpft sind, Menschen, die Corona-Politik anders sind, nicht diffamiert werden. Aber ich bin der Meinung, seit ich schwurble, wo zu der wichtigsten Frage der heutigen Zeit, nämlich eben unsere Haltung in dieser ganz schlimmen Situation, die sich in Europa bildet mit dem Krieg, keine Stellung beziehen, dass man die Schwurbler auch demaskiert, dass es ihnen gar nicht um Grundwert geht, sondern irgendwie um einfach Aufsehen. Und wenn es dann um die wichtigen Fragen geht, dann verschlaufen sie sich. Sie haben da etwas völlig missverstanden, Herr Schawinski. Es geht genau das, wir hier in der Schweiz die Werte können halten, dass unsere Demokratie halten, unser Föderalismus, unsere Souveränität in der Welt. Und genau deswegen haben wir ja eine Bundesverfassung, müssen die Werte ihnen verteidigt werden. Aber wir so weitermachen, Herr Schawinski, wo endet das? Der Putin redet mittlerweile von einem Krieg gegen den Westen. Und wenn wir zu einem kollektiven Westen zugehören, riskieren wir Land und Leute, die Sicherheit der Menschen da. Das Überleben für unsere Demokratie riskieren wir. Glauben Sie ja wirklich, also, dass der Putin die Schweiz verschonen würde, wenn er da angreifen gegen Deutschland, weil wir da neutral, sogenannt neutral bleiben? Glauben Sie das wirklich? Ich erinnere mich an den Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz Flüge von beiden Seiten abgeschossen hat.
Also im Zweiten Weltkrieg war eine andere Situation. Da sind wir mitten in einem Kriegsgebiet. Ja, da haben wir noch Politiker mit Rückgrat gehabt, die zu allen Seiten gesagt haben, die Schweiz ist neutral und bewaffnet neutral und wir mischen uns nicht in fremde Hände. Ja, wir sind, und der Herr Bürle ist der reichste Schweizer geworden, weil er vor allem Waffen nach Deutschland geliefert hat, den Nazis und so. Also das ist auch noch ein Mythos, was Sie vielleicht einmal sagen. Wieso sind Sie für Waffenlieferungen? Wieso soll die Schweiz überhaupt Waffen liefern? Ich habe jetzt gerade gesagt, der Herr Bürli, haben Sie gehört, hat Waffen an die Nazis geliefert. Das ist damals passiert. Ich habe nicht gesagt, jetzt sollen wir Waffen liefern. Nur wenn Sie sagen, damals ist es alles aufrecht gewesen, dort hat man Demokratie und Neutralität gesichert, ist überhaupt nicht der Fall. Man hat sich angepasst, man hat sich auch müssen anpassen. Jetzt ist man in einer anderen Situation. Man muss sich nie anpassen, Herr Schawinski. Die Schweiz muss nicht das machen, was irgendjemand von ihr verlangt. Wenn die EU oder die UNO zu uns kommt und sagt, ja, die Schweiz muss jetzt das und das machen, das und das Gesetz übernehmen. Nein, da in der Schweiz entscheidet souverän. Das ist ja der Ursprung für unsere direkte Demokratie, genau, dass wir selber bestimmen. Gut, und der Souverän hat einfach gesagt, das, was der Rimoldi will, das lehnen wir immer wieder ab. Und sie können nochmal drohen und nochmal kommen und nochmal Kosten verursachen, nochmal Aufruhr machen und sie werden immer wieder runtergehen, Herr Rimoldi. Oder? Kann ich Ihnen prognostizieren, aber das ist Ihnen ja gleich. Sie wollen einfach Aufmerksamkeit um jeden Preis. Wir wollen, dass in der Schweiz die Menschen können in Frieden und Freiheit leben können. Und ich würde mir wünschen, nichts mehr als unsere Arbeit überflüssig wäre. Dass Ungeimpfte nie diskriminiert wert würde und dass es auch nie mehr wieder passieren kann. Dass nicht bei der nächsten Pandemie ein globales Zertifikat mit der EU kommt, was nur noch geimpft und ungeimpft gibt, weil das droht uns jetzt. Also gut, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Offenbar aus der Covid ist eigentlich Ihnen nicht viel Neues eingefallen, was Sie noch als Thema bringen können. Aber wenn wir schauen, Sie werden sicher noch etwas finden. Machen wir noch einen letzten Titel, den Sie gewählt haben. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen, oder? Sie haben gewählt als letzten Titel «My Way», oder? Das wählen sonst nur Leute in dieser Sendung, die über 70 sind.